Das Hofbräuhaus, ein Stück bayerische Kultur. Und das vor allem aus einem Grund, dem bayerischen Reinheitsgebot. Das wird es halt auch in 500 Jahren noch geben und in 1500 Jahren noch geben, solange es Bayern gibt, also immer. Vor dem Hofbräuhaus ging es zünftig zu, denn nach 60 Jahren ging ein großer Wunsch in Erfüllung. Und Finanzminister Erwin Huber hatte das Geschenk dabei, eine Bronzestatue von Braupatron Julius. Als die Brauerei 1896 hier ausgezogen ist und das Hofbräuhaus, so wie es heute da steht, errichtet wurde, hat die Brauerei damals einen Künstler beauftragt, der einen Brauergesellen als kleine Schutzfigur hier dienen soll, aufs Dach gibt und die immer darauf achten soll, so sagen wir, dass also hier nicht nur gutes Bier, sondern auch immer reines Bier nach dem bayerischen Einheitsgebot, gebrautes Bier verkauft wird. Und in den Kriegswirren oder in den Nachkriegswirren ist uns dieser Brauergesell leider verloren gegangen. Und zum 400. Geburtstag letztes Jahr vom Hofbrauhaus hier am Platzl haben wir gesagt, jetzt schauen wir, dass wir den wieder auftreiben. Aufgetrieben haben wir nicht, wir haben aber Bilder gefunden und haben dann von der Künstlerin ihn nachmodellieren lassen. Dafür muss die Künstlerin natürlich belohnt werden. Und ich habe dann neben der Gage ganz spontan Freibier auf Lebenszeit hier im Hofbrauhaus versprochen. Da fragt man sich, ob der neue Braupatron auch eine segensreiche Hand auf die Bierpreise halten kann. Ja, eine Garantie würde ich da nicht abgeben drauf. Aber die Bierpreise gehören ja nur zu den Preisen, die noch schon ganz erträglich sind. Wenn man vielleicht einmal vom Oktoberfest absieht, wo sie ganz horrend sind. Aber dass es gutes, preisgünstiges Bier in Bayern immer bekommt, das gehört natürlich zu den Grundqualitäten des Lebens in Bayern. Und zum Schluss gab es dann noch Freibier für alle. Und saft ist, ja, genau. Schauen wir mal, wo wir es drin haben. Jawohl. Für die Idee, ich muss jetzt rein. Das ist ja schon schlimm. Nur für die. Ich will da runterschauen, bitte. Ein bisschen näher.